mach es dir ganz bequem, setze dich aufrecht hin, lege deine Hände ganz bequem in deinem Schoß ab. Jetzt ist deine Ich-Zeit. Mache ein paar tiefe Atemzüge und beobachte danach deinen Atem. Du musst jetzt deinen Atem nicht verändern. Einfach nur zuschauen, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt, beim Ausatmen senkt. Stell dir vor, du bist von überall vom perlenweißen Licht umgeben. Leicht goldenem, perlenfarbigen Licht. Dieses Licht ist überall. Du fühlst dich so wohl. So sicher, so gelassen, so frei. Merke, wie du von deiner Unterlage getragen wirst. Und wie du jetzt deinen Weg in deinen inneren Raum ganz sicher mit viel Freude beginnen kannst. Stell dir vor, dass du bei jedem Atemzug das perlengoldene Licht einatmest. Das verbreitet sich in deinem Körper und bereichert dich auch von innen. Du atmest ein und merkst, wie sich jetzt das perlengoldene Licht überall in deinem Kopf verbreitet. Deine Nasenflügel entspannen sich. Die Stirn glättet sich. Die Wangen sind ganz locker. Dein Kiefer ist entspannt. Die Zunge liegt ganz, ganz locker in deinem Mund. Und vielleicht ist dein Mund auch leicht geöffnet. Du atmest weiter durch die Nase ein und aus. Und bei der nächsten Einatmung merkst du, wie sich das perlengoldene Licht auch in deiner Kopfhaut verbreitet. Es fließt weiter nach unten in den Hals. Die Halswirbelsäulen werden ganz, ganz locker. Der gesamte Hals entspannt sich und auch der Rücken, die Schultern. Du wirst von innen komplett mit perlengoldenem Licht gefüllt. Es fließt weiter in deine Oberarme und macht dich von innen
weiter und lockerer. Die Unterarme werden jetzt gefüllt und dann jeder einzelne Finger erst in deiner rechten Hand, der Daumen, der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger und dann in der linken Hand, der Daumen, der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger sind alle jetzt locker und dürfen sich jetzt in diesem Moment komplett entspannen. Und genau das ist die wichtige Arbeit in deiner Vorbereitung auf die Geburt als Mama. Das perlengoldene Licht fließt weiter in deine Brust, füllt jede Zelle in deiner Brust mit Liebe, mit neuem Licht. Jetzt wird auch der Bauchraum gefüllt. Dort darf sich auch alles entspannen. Die Bauchdecke ist locker. Alle Organe in deinem Bauch sind jetzt entspannt. Dein unterer Rücken ist locker. Und das Licht fließt über die Nabelschnur auch zu deinem Baby hin und kitzelt es leicht, so dass dein Baby sanft lächelt. Auf diese Weise kannst du dein Baby jetzt schon streicheln, mit ihm Kontakt aufnehmen. Für es da sein. Auch dein Schoßraum wird mit perlengoldenem Licht gefüllt. Deine Schamlippen entspannen sich. Der Geburtsweg wird ganz locker. Und wenn es bisher noch etwas gab, was in deinem Oberkörper angespannt war, dann darf es sich jetzt komplett entspannen. Sehr, sehr schön. Die Oberschenkel sind entspannt. Du wirst von innen gefüllt, auch die Unterschenkel sind entspannt. Deine Füße und all deine Zehen sind jetzt ganz locker. Stell dir vor, dass vor dir in diesem perlengoldenen Licht jetzt eine Treppe erscheint. Es gibt ja ganz unterschiedliche Treppen an den verschiedensten Orten der Welt, in verschiedenen Größen und aus den unterschiedlichsten Epochen und Materialien. Sei einfach neugierig, welche Treppe sich jetzt vor dir zeigt. Es
Es ist egal, ob du unten an der Treppe stehst oder oben. Schau einfach hin, ob dein Weg heute nach oben oder nach unten führt. Dein Weg in die Entspannung und zu dir selbst. Nimm jetzt die erste Stufe 1 und spüre ganz deutlich, wie sich dein Körper jetzt auf den Weg macht. Und schon den zweiten Schritt geht 2. Hier merkst du, dass die zweite Stufe etwas breiter ist als die erste. Und dass es dich noch mehr entspannt, tiefer und tiefer.